So, Freunde, also ich muss zugeben, bei dem Thema bin ich auch so ein Kandidat, der da immer so seine eigenen Krankheiten erstmal googelt, bevor er zum Arzt geht. Kommen meistens nicht so gute Sachen raus. Wir gucken mal rein. Hey Leute, ich fühle mich seit kurzer Zeit irgendwie Was hast komisch. du Musst denn? du Dich wieder übergeben wie am Wochenende? Oder? Ja, Nee. sag Bescheid und ich hole den Eimer, damit du nicht wieder meinen Rucksack nehmen Hey, musst. diesmal ist das irgendwie was Alles anderes. in Ordnung oder Ich was? habe immer so ein leichtes Brennen im Hals und ein Piepen im Ohr. Außer dem Wunsch nach Mickey Mouse zu daten? Warst du denn schon beim Arzt damit? Ich habe das ja noch nicht so Wie lange lange hast du das denn Ja, schon? keine Ahnung, seit ein paar Seit ein Monaten? paar Monaten? Oder Seit ein paar Monaten, Digga. seit 2 Jahre oder Du so. solltest vielleicht mal zum Arzt gehen und das Ganze prüfen Ach, lassen. wozu Manchmal denn? setzt er auch meinen Atem über Nacht Ach aus. so. Digga, wird ja immer wilder hier. Gut, dann höre ich auch Was? das. Dein Atem setzt über Nacht Ach so, aus? du hast Atem und setzt ausgesagt. Ich hab manchmal fällt mein Haar über Nacht aus, Warum verstanden? sollte man sowas Hör auf mich sagen? anzumachen, ich versuche mich hier nur in das Gespräch Können wir einzubringen. eventuell erstmal mein Problem Warum lösen? gehst du denn nicht einfach zum Ärzte sind für Arzt? mich gestorben, nachdem mein Arzt mich mal verprügelt hat, als ich nur mit Fieber hingekommen Okay, bin. dein. Was? Der Arzt hat ihn verprügelt. Wahrscheinlich, Digga. Letzter Arzt war aber auch ein ehemaliger Verbrecher, der den richtigen Arzt auf Klo gefesselt hat und danach Arzt gespielt hat. Außerdem sitzt er jetzt Ah. wieder im Knast. Ja, trotzdem. Irgendwas musst du da Ich machen. könnte ja danach Du willst googeln. seine Symptome googeln. Das ist eine gute Das Idee. ist keine gute Idee. Dr. Google ist immer Leute, ihr schlecht. glaubt nicht, was hier Steht steht. auch irgendwas über Haarausfall über Nacht? Bernd, geh uns nicht auf den Senkel mit deinem Haarausfall, du kahler Hast du mich Gollum. gerade Karl genannt? Junge, er hat einfach die massivsten grauen Haare, die ich je gesehen habe. Auch wenn es natürlich nur eine Perücke ist, aber ist ja klar. Leute, hier steht, wenn man ein Piepen im Ohr hat, ne, und ein Brennen im Hals, dann ist wahrscheinlich der Fuß gebrochen. Ach du lieber. Ja, und außerdem fällt er dann noch in näher gesehener Zeit ab und man fällt tot um. Normal. Und das hast du nicht bemerkt, Nee, ich oder? lese das zum ersten Mal hier. Leute, hier Was? steht, dass ich nur noch 3 Tage zu leben habe. Was? Ja, das ist halt einfach der Klassiker, Digga. Das war's ja wohl, ne? Leute, könnt ihr euch jetzt mal Das entspannen? ist ja schön wie. Okay, es ist so geil. Ich find's nice, wie er das gerade geschauspielert hat hier. Dieses, oh, ich habe nur 3 Tage zu leben, Tage zu leben habt ihr. Ja, Digga. das war's ja wohl, Was? Oder könnt ihr euch jetzt mal Das entspannen? ist ja schön, wie dir unser Ableben gefällt. Ich habe einen gebrochenen Fuß und Bernd nippelt in ein paar Tagen Das ab. ist doch Bullshit. Hört einfach auf zu googeln und geht zum Arzt, ihr beiden Kasper. Damit der Arzt mich wieder vermöbeln kann, oder Das was? war einmal. Jetzt reiß dich mal wieder am Ja, Schlüpper. Leute, ich werde dann erstmal zu meiner Familie und ihm Bescheid geben, Bernd, ne? brauchst du noch Hilfe, Seid oder ihr was? beiden nicht dicht, oder Warte mal, was? du kratzt dich? Ja, es juckt Ja, hast halt. du schon mal gegoogelt, was das sein kann, Ja, oder mache was? ich gerade schon. Hier steht, dass du schon längst tot sein müsstest. Normal. Der Stare-off-Moment. Ja, das war's ja wohl, ne? Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Reactions auf Varian sehen wollt. Ich reagiere auf jedes Video von ihm. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr googelt bitte nicht eure Krankheiten. Und wenn ihr es doch macht, selbst schuld, wenn rauskommt, dass ihr morgen tot umfallt. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.